Als am Montag in der Früh meine Frau von ihrem Seminar mit den Leibwächtern zurückgekommen ist, hat sie mir beim Frühstück offenbart, dass ich die ganze Aktion beenden soll. Das habe ich dann auch gestern getan. Sie hat gemeint, weil sonst würde sie möglicherweise in Schwierigkeiten kommen und das möchte ich ihr nicht antun. Und daher habe ich die Sache auch beenden lassen. Gleichzeitig gibt es ein großzügiges Geschenk von meiner Seite. Und zwar der Klimabonus wird im Oktober ausbezahlt. Ich rechne damit, dass wir hier diese Wahlen gewinnen werden und dass die Leute auf diesen Trick hereinfallen werden. So schaut's aus. Ab jetzt bin ich nur noch der einfühlsame Kerl. Der Knüppelkerl ist gestorben und wir hoffen, dass alles gut geht. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen, morgen ist schon ein bisschen spät, einen großartigen Freitagvormittag. Es musste so kommen. Jede Woche kommt auch der Freitag mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, vor uns liegt eine Durststrecke nach der anderen. Es ist ungefähr so, wie wenn zwei Wanderer die Sahara durchqueren wollen und ihre 2 Liter Trinkwasservorräte überprüfen und der eine den anderen fragt, du, in dem Fall, Karl, glaubst du, dass sich das ausgeht? Und der andere sagt, ja, das wird schon passen, wir werden in irgendeinem Wald schon eine Quelle finden. Naja, die Quelle sehen wir hier, bitte, das ist offiziell, ja, das sind die offiziellen Zahlen. Gut, so schön kann man das Parlament nicht sehen, weil es ist aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, es sind immer Bauarbeiten, ja, es ist gut geschützt, also gut geschützt vor Staub und so weiter und anderen Dingen. Es ist sehr gut geschützt, also sehr positiv, volksnah auf jeden Fall. Und wir haben morgen eine Konjunktion zwischen Mond und Uranus um 0.15 Uhr. Bitte nicht wundern, das Horoskop schaut dem gestrigen sehr, sehr ähnlich. Normalerweise meide ich Doppelhoroskope, aber die Auswahl an Horoskopen morgen war so bescheiden, dass ich mich dann doch entschlossen habe, die Konjunktion Mond-Uranus im zweiten Haus, Mond-Herrscherin des 5. und des 6. Hauses, Uranus eingeschlossener Herrscher des 12. Hauses zu machen. Gut, wir werden einige Dinge wiedererkennen, also das Horoskop einen höheren Wiedererkennungswert. Allerdings ist es ein 30-Tages-Horoskop, also ungefähr ein 30-Tages-Horoskop, also etwas kürzer als das andere. Und wir haben hier eine Auslösung auf dem Finanzsektor. Wann die sein wird, schauen wir uns mal im zweiten oder eher im dritten Teil genauer an. Aber da könnte dann etwas Interessantes kommen. Aber wir wissen, die Dinge, die jetzt geschehen, sind, wie sagt man, eine Attraktion jagt die nächste. Und zwar, ja, Volksgenossen, wie schnell können wir das Kraftwerk wieder starten? Ja, komisch, gell? Es war doch alles so pfui gag und auf schrecklich, also alles so viel Staub und Ruß und CO2 und überhaupt, also absolut nicht ungrün. Es war ungrün, das Ungrünste vom Ungrünsten. Und auf einmal kämen wir es drauf, dass halt da vielleicht da doch ein Strom erzeugen, eine Wärme oder was auch immer. Ja, es ist, bitte, das ist CO2-feindlich, das ist klimafeindlich, was hier geplant wird. Hallo, ich meine, was läuft hier? Hier steht, laut Betreiber sei das bis zum Winter möglich. Davon müssen aber nur einige Bauteile montiert werden. Personal wird schnell. Also wir haben ja Hunderttausende an Personal da eingeladen. Also die kann man so, da komm her, da wirst du eingeschult übers Wochenende, passt schon. Und Steinkohle. Also Steinkohleeinkauf ist wohl das Einfachste vom Einfachsten. Man kann jeder, der Steinkohle in großem Ausmaß einkauft, weiß, wie leicht das ist. Ja, und hier auch der weltweit größte LKW-Hersteller sieht sich, das ist ja unglaublich, die Lieferkette, was da, also tausende LKWs können nicht fertiggestellt werden, wegen Teileknappheit. Oh, Volksgenossen, das sind alles nur Verschwörungstheorien, das entspricht nicht der Wahrheit. Vorwärts nimmer, rückwärts immer. Richtig, großartig. Wir schauen einer grandiosen Zukunft entgegen. Aber, wie heißt du? Früher hat sie geheißen, glaube ich, Schmolz is beautiful. Oder so, Scholz is beautiful. Aber heute ist die Bescheidenheit angesagt. Also heute ist wirklich die große Bescheidenheit angesagt. Und wir schauen mal die bescheidenen Zahlen, die uns zur Verfügung stehen. Zunächst einmal die alte Zahlenreihe 25.06.2022. Sehr beruhigend. Heute ist nicht der 25. Tag des 6. Monats. Das Jahr stimmt auch nicht, aber trotzdem sind die Zahlen immer wieder verblüffend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch in diesem Durchgang gefällt mir
die alte Zahlenreihe eindeutig besser. Daher beginnen wir bei der aus meiner Sicht schwächeren Zahlenreihe, schwächerter, bei 5.4.1740. Ja, eigentlich, die sind ja schon weit ihrer Zeit voraus. Ja, aber es ist halt nicht die richtige Zeit. Die 5 und die 4 ergibt die 9. Die 10, ja, 10 und 7 ist die 17 richtig geraten und die doppelte 21, daraus resultierend die 3. Das ist mir fast zu kitschig, das ist mir fast zu schön. Ja? Das ist zu wahr, um schön zu sein. Die 5, wir sehen hier eine tief religiöse Zahl, also hier die beiden Kathedralentürme, die beiden Hörner, wie wir das ja so oft kennen. Ja, da geht es um höheres Wissen. Naja, höheres Wissen, was war das? Wo könnte das höhere Wissen schlummern? Naja, möglicherweise hier im Bereich der Stadt Sipaten, Spitze 10. Haus im Schützen. Naja, Herrscher von 10 eingeschlossen in 1, naja, war schon mal besser. Wir haben die 9 an zweiter Stelle, die 9 steht für Weisheit, für Wissen und in diesem Horoskop für die Bevölkerung ganz eindeutig, aber auch für Wirtschaft, Handel und Industrie. Gut, ein Punkt für die neue Zahlenreihe, weil Merkur hat tatsächlich eine herausragende Bedeutung in diesem Nervososkop, also weil Uranus macht immer sehr nervös und Mond Uranus insbesondere ganz besonders. Die 10 an dritter Stelle, naja, da geht es um die Sonne, ja, die Sonne, also das ist sozusagen das Rad des Schicksals, Alpha und Omega, die übliche Zykliengeschichte, kommt und geht, Sonne eingeschlossener Herrscher des 6. Hauses im 4. Haus, auch so wie gestern. 10 und 7 ergibt die 17. Die 17, naja, die Wasser des Lebens, Osiris, Jesus Christus Zahl, große Schutzzahl, großes Bewusstsein, also eine, würde ich sagen, ja, grandiose Zahl. Grandiose Zahl ist immer schön, aber ich hätte halt weniger gern die schönen Zahlen. Ich möchte gerne eine Übereinstimmung mit dem Horoskop sehen. Und bei der 17, weiß nicht, das habe ich nicht so erkannt. Die 21, höchstes Glück auf Erden, ja, besser geht nicht, die großartigste, schönste, fantastischste Schutzzahl, gleich doppelt hervorragend, braucht man, um sich positiv zu motivieren. Nur ich sehe auch hier in dem Horoskop jetzt so den großen Knaller sehe ich da jetzt nicht. Ne? Der geht schon wieder rein. Wahnsinn, muss ich aufziehen die Kamera. Ja, Stativ. Hier sehe ich 8 Planeten unterhalb der Aszendentenachse, wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im ersten Quadranten, also auch hier große Aktivität, große Nervosität, große Action-Nervosität, weil Mars und Uranus im ersten Quadranten, das ist schon heftig, aber eben auch diese alte Orientierungslosigkeit, weil Aszendent Fische mit Neptun, Herrscher von 1 in 1. Und das Ganze resultiert und mündet, in Uranus. Na, das ist schon mal ein zweiter Punkt für die neue Zahlenreihe, weil die 3, die Herrscherin, zeigt uns, dass hier jetzt die Kreativität aus der Gelassenheit, aus der Größe, aus der Stärke heraus erfolgt. Also hier sollte jetzt etwas Neues in die Welt kommen. Naja, und vielleicht, das ist so alle paar Sekunden, ist das ganz normal. Und zwar, hier haben wir Uranus, Mond, naja, vielleicht, dass da was Neues kommt. Schauen wir mal. Aber sicher selber schauen wir zum Vergleich jetzt die alte Zahlenreihe. Die 25, die 31, die 33, die doppelte 33, die 35, die 37, daraus resultieren die 10 und die 1. Beginnen wir logischerweise mit der 25. Die 25 ist der Hase im Wolfs, nein, das Schaf im Hasenpelz, der Hase im, ich weiß nicht, irgendjemand sitzt da in seinem Pelz drinnen. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass man ganz schön wütend werden kann. Ja, das ist einmal ein Haupttreffer, das trifft Mond Uranus aber ganz genau ins rechte Knie, weil hier haben wir es mit, du weißt, die Erwartungshaltung, man hat viel für andere getan, er hoffte sich zurück, wurde enttäuscht, bababa, und dann schmiedet man Rachepläne. Naja, gut, also da würde ich sagen, Mond Uranus, da kennt sie schon was tun. Also das ist schon ein sportlicher Aspekt, also der ist nicht so ohne. Die 31 an zweiter Stelle, der Zuckerberg wird immer kleiner, geht, aber trotzdem ist er sehr, sehr stark. Starke Machtausübung, die schlimmste Viererzahl, die ich kenne. Also das heißt, hier werden wir gefasst sein, dass eben
Saturn, na gut, Saturn ist rückläufig im 12. Haus, sagen wir mal so, kalt gestellt, ja gut, Herrscher von 11 und von 12 gleichzeitig, also Wahnsinn, die Aussage von Herrscher von 11 in 12 wird dadurch noch verdoppelt, ja, also das heißt, da wird vom gestrigen Horoskop noch eins draufgelegt, aber wir sehen Herrscher von 10, Jupiter im 1. Haus, naja, könnte der was ausrichten, mal schauen, weil Halbsummen höre ich hier. Es summt nicht mehr, also es halb summt nicht mehr. Wir haben an dritter und vierter Stelle die 33. Großartige Gefühlszahl, starke, intensive Zahl, Meisterzahl, Christusbewusstsein. Nur das kleine Problem ist hier, man lässt die Gefühle nicht raus. Das ist halt hier dieses schwarze Quadrat, was andeuten soll, dass die Herzchen, die wollen alle hinaus und ich hab euch lieb, du weißt nicht, Gildo Horn, piep, 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 ich hab euch lieber, trotzdem, Gildo muss warten, trotz Nussecken muss er sozusagen, ja, weil die 33 entwickelt sich ganz gerne oft als kleiner Tyrann, ja, weil die Angst eben so groß ist, dass die Gefühle verletzt werden könnten. Und 35, Rudi, gib Acht, dein Schatten schleicht durch die Nacht oder wessen Schatten. Wir haben hier die Gefahr, dass wir jetzt doppelt eine am Deckel kriegen, das ist der schwarze Pfeil hinunter, oder dass wir doppelt belohnt werden. Das weiß ich nicht so sehr, das mit der doppelten Belohnung, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber das mit doppelt am Deckel kriegen, Knüppelkerl wartet mit hinter dem Hauseck auf eventuelle Besucher und Passanten und Vorbeigehende mit und ohne Pudelbegleitung. Die 37 an, ja, kann man fast sagen, in dem Fall letzter Stelle. Die 37 ist eine schöne Schutzzahl, eine große Liebesqualität, sehr sozial, gute Liebesfähigkeit und hier sollte man auch sich im Sozialdienst betätigen. Sozialdienst braucht wieder dringend Personal, Pflegepersonal, wie von Zauberhand, immer weniger Leute, obwohl sie ja alle voll therapiert sind, aber trotz dieses unglaublich guten Schutzes, ja, sie sind voll geschützt und trotzdem fallen immer mehr und mehr krankheitsbedingt aus. Das sind Mysterien, braucht man nicht verstehen. Das ist immer so, aber es kommt schon raus, die Wahrheit kommt raus. In den letzten Horoskopen ist so oft angezeigt gewesen, die Wahrheit kommt. Naja, sieh da, wie heißt das, Timotheus, die Kraniche des Ibikus. Also hier, hier haben wir dann doch sehr ernüchternde, das holst du ja gar nicht aus, gell? Das magst du ja gar nicht glauben. Ja, Gaskrise alarmiert die Bierbrauer und die Glashersteller sind mir nicht so wichtig, ja, die Bierbrauer, da schlagt es aber 12, gell? Ja klar, keine Frage. Ja, fix, Kreuzteufel, Sakra nochmal, jetzt wird die Maus doppelt so teuer. Ja, das wird ohne Scherz, das kann grimmig werden. Ja, wenn's um Süffeln geht, da hört sich dann der Spaß aus. Der kann teuer werden, was will, aber beim Bier, naja, die 10. Die 10 Rate Schicksals haben wir vorhin besprochen, können wir uns ersparen. Und die letzte Zahl, Pluto. Pluto hat eine zentrale Rolle, denn er bildet jetzt den Spiegelpunkt zur Venus, Herrscherin des zweiten Hauses, weil darum geht es ja. Der Aspekt findet im zweiten Haus statt und da spielt die Musik. Ja, auf der Wiesn spielt auch die Musik. Ja, aber wie auch immer, die Maßbier wird wahrscheinlich 30 Euro und mehr. Na, Scherz beiseite. Wird nur 29,80 sein. 30 war maßlos übertrieben. Pluto heißt Neubeginn, Neuanfang und wir beginnen gleich mit dem zweiten Teil auch Neuende.